Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch vom GIFCast of Friends Glitch zeigen. Ja, auch diesen GIFCast of Friends Glitch müsst ihr wieder im Casino machen. Und ihr müsst euch auch wieder einen Job markieren. Die Jobmarkierung, die werdet ihr auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung finden. Ja, ihr müsst auf jeden Fall auch die Markierungsoption auf einstellen. Das heißt, ihr geht einfach auf ins Interaktionsmenü, dann geht ihr auf Markierungsoptionen, auf Jobs, dann geht ihr runter auf Open Wheel Rennen. Und diese Open Wheel Rennen müsst ihr dann einfach auf Anzeigen stellen. Ja, ebenso braucht ihr noch die Hilfe von einem Freund. Euer Freund muss euch dann das Auto geben, was ihr euch dann ziehen wollt. Ja, euer Freund braucht auf jeden Fall noch eine MOC, ihr braucht auf jeden Fall auch eine MOC und in der MOC muss sich die MK2 drin befinden. Ja, stellt euch schon mal mit eurer MOC vor dem Casino. Die MK2 könnt ihr dann schon rausholen und wenn ihr das dann schon gemacht habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch zunächst in das Penthouse rein. Zwar hier im Penthouse angekommen, werdet ihr an der Wand ein blaues Licht sehen und das ist die Jobmarkierung, die ist ein bisschen verbargt. Aber wenn ihr jetzt seht, ich mache den Job einmal aus und wieder auf Anzeigen, dann seht ihr, dass dann wieder das blaue Licht erscheint. So, wir gehen einmal zu der Tür hin, so dass wir die Meldung bekommen für den Music Locker, genau, perfekt. Wir gehen dann einmal runter auf Music Locker, drücken jetzt einmal X und spammen dann sofort Steuerkreuz nach rechts. Gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr backt jetzt direkt durch die Map und fallt durch die Map oder wie in meinem Fall, ihr landet erst im Jobmenü, wenn das der Fall ist, ob kein Problem. Ihr könnt dann einfach mit Kreislauf zurückgehen, dann backt ihr auch durch die Map. Und wenn ihr wieder spawnt, seid ihr auf jeden Fall schon verglitscht. Ja, wir begeben uns jetzt zu unserer MOC, schnappen uns irgendein NPC-Fahrzeug mit einem möglichst großen flachen Dach. Den Teil, den werdet ihr ja noch vom letzten Video her kennen. So, einfach das Fahrzeug ungefähr so parken, wie jetzt bei mir im Video der Fall ist. Dann schnappen wir uns jetzt die MK2, steigen einfach auf und fliegen mit der MK2 einmal auf das Dach drauf. So, wir drücken Steuerkreuz nach rechts, sofort Interaktionsmenü öffnen, vom Bike absteigen, dann gehen wir auf Fahrzeuge und einmal das persönliche Fahrzeug einlagern. Haben wir das gemacht, öffnen wir das Handy, gehen auf Kontakte, rufen einmal den Mechaniker an und jetzt bestellen wir uns einmal ein Auto, was wir nicht mehr benötigen. Wenn ihr jetzt kein Auto habt, was ihr nicht mehr benötigt, dann kauft euch einfach einen kostenlosen Elegy. Ich habe jetzt auch noch hier einen kostenlosen Elegy, den ich nicht mehr benötige. So, sobald das Auto angezeigt wird, steigt ihr in das Auto ein, was ihr euch ziehen wollt von eurem Freund. Euer Freund geht dann jetzt in seine MOC rein und schickt euch einfach eine Einladung. Die Einladung, die nehmen wir an. Dann werden wir jetzt einen unendlichen Blackscreen bekommen. So, wir gehen dann einfach mal ins PSN-Menü rein. Dann gehen wir in die Einstellung auf Netzwerk. Einmal das Internet rennen. Haken wieder reinmachen. Einfach mit X bestätigen. Dann werden wir in den Story-Modus geladen. Und vom Story-Modus aus starten wir jetzt wieder irgendeine Sitzung. Und jetzt hier in Open Lobby angekommen, können wir jetzt mal gucken, ob es auch geklappt hat. Öffnen das Interaktionsmenü, gehen auf mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern. Und ihr werdet sehen, dass wir jetzt das neue Auto von unserem Freund gezogen haben. Und ja, wenn ihr jetzt euch das nächste Auto ziehen wollt, dann müsst ihr jetzt wieder die MK2 in die MOC reinstellen. Also die MK2 steht jetzt in dieser Garage drin, wo ihr den Elegy her angefordert habt. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.